So, hallo, willkommen zurück zum zweiten Teil. Jetzt also der Arcus Cosinus. Mehr oder weniger das gleiche in Grün, aber nochmal vielleicht ganz gut, das ist irgendwie ein bisschen anders mal zu sehen. Also klar, wir kümmern uns wieder um Gleichungen, wo sowas in der Art Cosinus Y ist gleich irgendein Wert, den habe ich jetzt hier mal x genannt, steht. Ne? Und klar, da kann ich erstmal mit dem Taschenrechner ausrechnen an y0, dass hier quasi, was der Taschenrechner hier löst. Also das ist meine Taschenrechnerlösung wieder, dieses y0. Und wir werden später, werden wir dann dieses y ersetzen, meinetwegen durch ja, solche Dinge zum Beispiel. Ja. Also da könnte dann eine ganze Formel drin stehen. Die interessiert uns jetzt am Anfang erstmal nicht, sondern wir setzen einfach alles, was im Cosinus steht, durch Y. Gut, ja, Cosinus. Von 0 bis Pi, haben wir gesagt, ist der Cosinus streng monoton fallend und deswegen in dem Bereich umkehrbar. Das heißt, der Wertebereich liegt im 0 bis Pi beim Arcus Cosinus. Da bekommen wir unsere Taschenrechnerlösung in dem Bereich. Und wir haben natürlich auch wieder Periodizität und Symmetrie. Wenn wir nochmal ganz kurz raufgehen. Wir hatten ja die Grafik am Anfang. Hier nochmal kurz Platz. Genau hier, der rote, das ist der Cosinus. Und ich habe natürlich jetzt meinetwegen hier eine Lösung, die ich vom Taschenrechner bekomme. Ja, eindeutig, die gestrichelte Linie schneidet die rote nur einmal, aber die gleiche Lösung habe ich 2π später auch nochmal. Ja, 2π periodisch und hier nochmal. Und hier vorne wäre sie auch nochmal. Also Periodizität. Und wir werden auch gleich sehen, also der Cosinus, der ist natürlich achsensymmetrisch zur y-Achse. Und ich habe die gleiche Lösung auch hier. Also anstatt den Wert x nach rechts zu gehen, kann ich von der 0 aus minus x nach links gehen. Gut, packen wir zusammen. Also aufgrund der Periodizität haben wir jetzt, wenn wir unsere Taschenrechnerlösung y0 haben, also eine mögliche Lösung, haben wir y0 plus k mal 2π. Also alle 2π habe ich hier eine periodische Lösung. Und dann habe ich noch die gespiegelte Lösung, die einfach bei minus y1 liegt, also bei minus Taschenrechnerlösung plus k mal 2π. Ja. Ob ich da plus oder minus mache, ist egal. K ist ja, kann ja positiv und negativ sein. Ja, gut, schauen wir es uns an. Und zwar für folgende Aufgabe: Bestimmt doch mal alle Punkte, für die diese Gleichung hier gilt mit dem Cosinus. Und wir lösen das natürlich jetzt auch wieder schrittweise. Also das Erste, was wir machen, wir sagen, ich nenne das hier drinnen y. Ja, die Formel, die da steht, interessiert mich erstmal nicht. Also ich habe eigentlich stehen, Cosinus y ist gleich minus 1/2. Jetzt muss ich mich erstmal nur fragen, wann wird der Cosinus zu minus 1/2? Also was ist mein y0? Ja, und klar, ihr habt es alle gewusst. Ich nehme einfach den Arcus Cosinus von minus 1/2, bekomme eine Lösung zwischen 0 und Pi. Ja, wenig erstaunlich. Und die Lösung ist 2 Drittel Pi. Also bei 120 Grad. Können Sie uns nochmal spaßeshalber auch hier am Einheitskreis anschauen. Der Cosinus war ja die Breite vom Winkel. Also, genau, wenn ich hier den. Vielleicht ein bisschen verkürzt gesagt, wenn ich hier den Winkel einzeichne, dann war ja der
Sinus sowas wie die Höhe und der Cosinus sowas hier wie die Breite. Jetzt habe ich Breite minus 1/2, also will ich hier einen Schnitt mit der Linie haben und da bekomme ich natürlich diesen Winkel hier. Ne? Das sind die 2 Drittel Pi, also nicht ganz 180 Grad, 120 Grad. Ne? 2 Drittel Pi. Genau. Das ist erstmal die erste Lösung und dann ja, bekomme ich natürlich jedes Mal, wenn ich hier noch einen weiteren Vollkreis mache, nochmal 2 Pi drauf oder weg, in beide Richtungen geht es ja, dann komme ich wieder an die gleiche Stelle. Und weil ich jetzt auch mein Diagramm hier da habe, natürlich gibt es dann auch noch diese Lösung hier, na, die auch noch Schnittpunkt ist, wo ich die 120 Grad nicht hier oben rumgehe, in positiver Richtung, sondern minus 120 Grad rückwärts. Ja, minus 120 Grad oder minus 2 Drittel Pi. Ja, packen wir zusammen alles in eine Formel. Also ich bekomme hier alle Lösungen y1 über die Taschenrechnerlösung, mein 2 Drittel Pi plus 2 mal k mal Pi. Und jetzt weiß ich natürlich, das Ganze muss, also ich habe ja das hier y genannt. Jetzt muss ich sagen, um jetzt mein x zu berechnen, das ich ja eigentlich haben will, also ich will ja dieses x hier haben, muss ich das Ganze jetzt gleichsetzen, Pi Sechstel x minus Pi Viertel. Und das kann ich jetzt wieder nach x auflösen. Und ja, genau, da bekomme ich dann folgendes Ergebnis. Wir können es vielleicht einfach nochmal rechnen, damit auch wirklich alle dabei sind. Also y0 war ja 2 Drittel Pi plus 2k Pi. Das ist jetzt y1. Das sollte ich x1 nennen am besten. Ist gleich Pi Sechstel x1 minus Pi Viertel. Genau. Jetzt genau, brauchen wir einen Hauptnenner für diese Pis. Also ich mache hier statt Pi Viertel mache ich 3 Pi Zwölftel und statt 2 Drittel mache ich 8 Zwölftel Pi. Okay, also plus 3 Zwölftel rüber, dann habe ich genau, der hier weg und 3 drauf, dann habe ich 11 Zwölftel Pi. Wunderbar. Gut, x1 will ich haben, also nochmal mal 6 und geteilt durch Pi. Also wenn ich durch Pi teile, dann fallen hier meine Pis weg und dann noch mal 6, dann habe ich hier 11 halbe und hier bleibt eine 12. Ja, genau, was hier steht. x1 ist 11 halbe plus 12k. Und ja, genau, ganz neue Periodizität. Also alle 12 auf der Achse habe ich hier eine Wiederholung. Und ja, jetzt kann man es auch nochmal rechnen für den anderen Fall, für den symmetrischen. Und da ist natürlich wichtig, dass ich die Symmetrie für die Ys rechne. Da habe ich die Symmetrie, die gilt nicht für die x. Also ganz, ganz wichtig, denn der Cosinus ist ja symmetrisch für dieses hier. Ne? Cosinus Y ist gleich Cosinus von minus Y. Das gilt, aber was nicht gilt, Cosinus von x gleich, nein, falsch, so. Kann ich es nicht schreiben. Cosinus von Pi Sechstel x minus Pi Viertel, der ist natürlich nicht das gleiche wie der Cosinus von minus Pi Sechstel x minus Pi Viertel. Ja? Also bloß weil ich hier ein Minus an das x hefte, stimmt die Formel noch nicht. Ja, also ihr seht es auch hier x1 und x2.
Die sehen unterschiedlich aus, haben zwar natürlich die gleiche Periodizität, aber die sind jetzt nicht direkt gespiegelt an der Y-Achse für X. Ne? Also es gilt nur für die Ys. Und klar, ich habe das natürlich wieder auf die gleiche Weise berechnet. Also minus Y1, da bekomme ich minus 2 Pi Drittel plus 2 Pi K. Und das muss dann gleich sein meiner x-Formel, also dem Pi Sechstel x2 minus Pi Viertel. Genau. Rechne ich wieder aus auf x2 und dann habe ich die Formel. Wunderbar. Also so kann ich alle Lösungen formal richtig in diesem Zwei-Stufen-Format berechnen. Ich will jetzt keine extra Aufgabe mehr dafür rechnen, aber genau den Arcus Tangens, ähnliches Prinzip. Der ist einen kleinen Tick leichter. Also auch hier kann ich Aufgaben vom Typ Tangens, meinetwegen Pi halbe x minus Pi halbe oder so, ist gleich 1 rechnen. Ja, das wäre so ein Beispiel. Also auch hier wieder habe ich so eine. Kann ich hier so eine Formel reinpacken, die ich als Y deklarieren würde? Dann bekomme ich meine Taschenrechnerlösung einfach mit dem Arcus Tangens von dem, was hier hinten steht. Also Arcus Tangens 1 wäre 45 Grad. Im Allgemeinen Tangens wissen wir ja, der ja, ist zwischen minus Pi halbe und plus Pi halbe, ist der streng monoton steigend und der wiederholt sich ja immer. Also wenn wir uns nochmal den Tangens ganz kurz hinmalen, der geht ja hier durch die 0 so, dann hat er hier eine Polstelle bei Pi halbe und dann kommt er hier schon wieder von unten und geht da rauf und wieder so weiter. Und das wiederholt sich überall. Also einer von diesen Ästen, der ist streng monoton steigend und dadurch umkehrbar, also von minus Pi halbe bis Pi halbe. Das ist genau dann, was wir hier unten sehen, der Arcus Tangens. Ja, wir haben Periodizität und zwar geht es schneller. Wir haben Pi-Periodizität, also wir müssen hier nur ein Pi weiter, nicht 2 Pi, und wir bekommen die gleichen Werte. Also hier leicht veränderte Periodizität. Symmetrie haben wir keine. Also der Tangens ist zwar eine punktsymmetrische Funktion, ja, das stimmt, aber wir brauchen die Symmetrie nicht, weil wir ja die komplette symmetrische Funktion hier als streng monoton steigend in der Umkehrfunktion drinnen haben. Ja, also wir brauchen uns um diese Symmetrie keine Sorgen machen, wir müssen nur die Periodizität mit einberechnen. Also auch hier kann ich wieder zuerst y0 berechnen und dann alle meine Lösungen y, indem ich die k mal pi dazu addiere. Und dann kann ich natürlich noch mein x1 ausrechnen, indem ich meine ja, Formel, je nachdem wie halt mein y hier definiert ist, einsetze. Gut. Ja, wie gesagt, keine extra Aufgabe, da gibt es auf dem Übungsblatt genug Übungsmöglichkeiten. Wunderbar. Jetzt war ganz viel Sinus, Cosinus, Tangens. Das sehen wir weiter gleich in den nächsten Teil zu den harmonischen Schwingungen. Bis gleich.